Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als Ungarn. Kurz davor zu verlieren sind wir, aber wir geben unser Bestes. Du bist ein Banzer Sundi. Und zwei Leute erwarten Einsatz. Okay. Oh shit, du brauchst noch zuerst, ne? Technologie. Nichts davon ist wirklich gut, aber machen wir das zuerst. Und wer ist der andere? Du warst im Buddha. Du erwartest Einsatz hier, du solltest nicht hier rumstehen. Hast du ihn das schon? Bist du mit ihm das fertig? Ich meine, damit hast du ihn die Beförderung. Nein. Okay, wir sind schon in einem Banzer Sundi. Wir müssen auch noch. Wo müssen wir nicht hin? Genau, die eine Stadt nehmen wir ein. Hey, kannst du mal kurz sterben hier? Dankeschön. Habe ich nicht Frieden gemacht mit dir? Habe ich nicht Frieden gemacht mit ihm? Ich glaube, er war irgendwie störrisch oder so. Ja, wir haben drei Runden und ich habe dich schon benutzt, diese Runde. That was a mistake. Wobei, nein, nicht unbedingt. Ich kann nächste Runde abhauen, gell? Ich glaube, ich habe immer noch sogar eine Runde Puffer. Weil ich direkt reinfliegen kann nach Breslau. Ja, yeah, it should be fine. Aber warte mal, da ist ein Maschinengewehr. Was mache ich mit dem Maschinengewehr? Wo ist das Maschinengewehr? Habe ich das nicht schon da hier rüber gekarrt gehabt? Hä? Oh, Motherfucker. Oh, das heißt, dich kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Wobei, möglicherweise schon. Okay. It's not all fine, but it's kind of fine. Du brauchst eigentlich eh nicht so viele Sägewerke. Wir brauchen noch mehr Strom. Du hast da eine Schiene. Kann ich da rein Schienen bauen? In den Stadtstaat, das wäre auch irgendwie dope. Du wirst da Schienen hinbauen. Das ist momentan relativ wurscht. Oh, du bist auch Breslau. Okay, there you go. Oh, jetzt sehe ich, was da ist, was ich vorher nicht gesehen habe. Das versteckte U-Boot hier. What a dick. Kannst du dabei auch einmal. Du kannst dahin fliehen, kannst du nächste Runde wegziehen. Okay, du bleibst hier. Ja, wir müssen leider zuerst Quellen beschaffen. Aber ich weiß nicht, ob es dann schon zu spät ist, which is possible. Even plausible, one could say. Wir könnten nochmal ein paar Straßen machen. Kannst du das reparieren, bitte? Reparatur? Was kann man da noch reparieren? Konnte man gerade irgendwas noch reparieren? Production. Weg beginnen. Ich meine, das ist für mich auch darüber, wir können wieder fliegen. Achso, ich bin eins zu weit gefahren, jetzt habe ich keine. Das ist alles sehr schwer. Du bleibst hier. Naja, du machst sicher nichts hier. Das ist der whole fucking point. Du gehst nach eben. So, jetzt müssen wir uns das Ganze anschauen. Kerma holen wir, dann haben wir noch einen Vila, glaube ich, mit einem. Hat er nicht einen Vila? Raumhafen? Du hast einen Raumhafen. Banzer Sundi hat einen Raumhafen. Dann nehmen wir hier, hatte noch einen. Wieso sehe ich gerade? Ich bin gerade blind gegenüber den Raumhäfen. Das ist eine incredibly sad story. Ich meine, ich sehe sie ja auch, also ist ja egal. Welche von euch haben jetzt angeblich einen? Vila hat einen, ist mit dem Bum. Du hast auch einen. Vila, Bumbi. Bumbi ist da hinten, okay. Vila und Bumbi haben einen. Dann könntest du noch einen haben, Kerma. Possibly. Ja, yeah. Kerma hat auch einen. Oh, that is a problem. Wo ist fucking Kerma? Ah, Kerma nehme ich gerade an. Okay, warte mal. Kerma hat einen, Vila hat einen, Bumbi hat einen. Und ein Banzer Sundi hat einen. Logischerweise. Okay, that's not that big of a problem. Also muss ich jetzt entweder nach einem Vila oder einem Bumbi? Fuck it, geh nach einem Bumbi. 37% hast du gerade mal. Oder geh nach einem Vila, weil der andere besser ist. Das heißt, wenn du es verkeckst, haben wir wenigstens noch eine Chance, es einzunehmen. I hope so. Wobei, vielleicht macht er. Wie gesagt, das letzte Mal war ich viel schneller.
wo es dann nicht geschafft hat. Schön, machen wir einen Vorschlag annehmen hier. Hast du wenigstens noch irgendwelche Truppen? Du hast keine Truppen. Niemand hat mehr Truppen. Alright. Jetzt habe ich nur nicht vergessen, mit dem Raketenartillerie-Korps abzuhauen. So sehr das auch sackt, meine Truppen ziehen nur vorbei, sei nicht deppert. Meine Truppen ziehen nur vorbei, sei nicht deppert. Das heißt, weil wir nicht mehr verbündet sind. Nicht mehr befreundet. Du bist nicht mehr. Du willst nicht mehr. Okay, wollt ihr jetzt alle plötzlich nicht mehr? Ah ja, okay. Jetzt sind sie auf einmal alle sauer. Ah, tschö. Wollen nicht Freunde sein. Sure. Sure! Du gehst nach Kumasi. Warte mal, warte mal, warte mal. Du gehst irgendwo dahin. Du gehst ebenfalls irgendwo hier rein. Genau, und jetzt kommen wir wieder zur Raketenartillerie hier. Du parachutest gleich mal rein nach Preslav. Oh, holy fuck. Wobei, von da kannst du nicht fliegen, oder? Doch, du kannst von hier fliegen. Okay, cool. Naja, dann haben wir nicht wirklich ein Problem in dem Sinne. Wenn ich mich kurz orientieren kann. Nicht auf was anderes klicken aus Versehen. Wenn man ganz reinfliegen kann ich nicht mehr, aber ich glaube sogar, wenn sie jetzt übernommen werden würden, könnte ja wenigstens zurückrennen. Außerdem haben wir zwei Runden und nicht nur eine. So, das ist fein. Ich hätte noch eine Runde länger bleiben können mit der Raketenartillerie. Und es ist halt alles so. Bauen wir einen Nuke? Bauen wir einen Nuke. Beim Kornspeicher. Kanalisation reparieren. Wieso sind da jetzt zwei Leute drin? Ich habe schon einen hingeschickt gehabt. Das ist incredibly stupid. Was ist mit dir? Habe ich vier Spione? True Story, ich habe vier Spione. Nur, dass mir das leider nicht viel bringt, dass ich vier Spione habe. Du gehst jetzt nach dem Bumbi, right? Weil die anderen sind im Vila. Ja, das soll im Vila heißen. Okay, das heißt, du gehst hier hin. Du hättest momentan 50%. Ich weiß halt nicht. Ich meine, wir haben die verkürzte Zeit. Das ist, das Quellenbeschaffen sollte nicht so lange dauern, oder? Habe ich die? Ich habe die Dings noch drin. Kryptographie? Nein, das ist plus 1. You shitting me. Ich habe das nicht drin. Machiavellismus. Doch, Spionage-Mission 25% schneller. Okay. Sure, Weg wiederholen. Ich sollte einfach immer auf Weg wiederholen klicken. Okay, ich kann nicht auf Weg wiederholen klicken. Ja, ich meine, wenn ihr nicht mehr Freunde sein wollt, dann gehe ich halt zu meinen eigenen fucking Leuten, okay? How about that? Boah, Straße. Ich meine natürlich Eisenbahn mit Straße. Schön. Schön. Das ist meine, gell? Ja. Sitzt deppert hier rum. That is your job. Du bleibst aber hier, du bleibst aber hier. Wir haben nicht mehr wirklich Einheiten hier rumstehen. Warte mal, habe ich. Wieso bin ich mit denen nicht gezogen? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass die noch hier rumstehen? Standen die das letzte Mal nicht rum? Anyways, die ganze fucking Abteilung muss wieder hier nach oben. God damn it. Oh, du kannst nur hier hin. Keiner sucks. Oh, ein bisschen Flughafen näher an der Front. Hier da. Habe ich da nur einen Militärpionier? Da habe ich einen Militärpionier. Jo, mein Junge. Ich muss da mal Straßen bauen. Mit Straßen meine ich Eisenbahnen. Einheit benötigt Befehle. Sure, sure. Chill mal ein bisschen hier. Wir müssen aber vor allem noch den ganzen Rest hier einfliegen lassen. Na Gott. Beides kann hier nicht rumhocken. Dann geh mal dahin. Es ist fein. Ja, bevor ich es wieder vergesse. Sure, chill. Aber. Der ganze Shit hier muss verladen werden. Das
Was ist noch wichtig? Ich meine, nichts anderes ist ein Korps. Du, du sollst hier rübergehen. Wie schwer kann das sein? Mein Gott. Kann ich dem Versorgungsding sie auf eine Einheit fliegen? Sollte eigentlich gehen, oder? Die können ja im gleichen Feld stehen. Jo. So, aber keine. Ich meine, wir können euch jetzt leider gar nicht ausfliegen, aber nächste Runde. Alright. Einheit benötigt Befehle, du bleibst hier dabei. Du gehst nach Buda, Weg beginnen. Einheit benötigt Befehle, Weg wiederholen. Einheit benötigt Befehle. I don't know. I don't know! Du konntest noch in das reparieren, oder? Straße. Oh, die ist hin. I was nowhere. Quellen beschaffen dauert 4 Runden. Okay, nur 4 Runden. Aber es bringt ja auch nichts. Ich kann jetzt nicht. Ich will mit der schlechteren. Also soll ich ihn was anderes machen hier jetzt? Oder soll ich ihn. Soll ich mit dem warten, bis er. Wobei das dauert eh nicht so lang. Versuch wenigstens irgendwie Erfahrung zu sammeln oder so in der Zwischenzeit. By the way, habe ich es am Anfang gesagt? Es tut mir leid, dass die letzte Folge 360p war nur beim ersten Mal Upload. Das hat ausnahmsweise mal nichts mit mir zu tun gehabt, sondern dass YouTube das Video, glaube ich, falsch verarbeitet hat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder der Fall. Das ist ja ziemlich scheiße. Aber ja, ich weiß es natürlich nicht, bevor es hochgeladen wurde. Und die Folge hier wird kein Thumbnail haben, weil ich gerade einen Upload-Stau habe. Es lädt gerade noch Surviving the Aftermath hoch und ich muss es in Auftrag geben, bevor es anfängt zu laden. Und solange das Video nicht anfängt hat hochzuladen, sondern ich es nur in Auftrag gegeben habe, dass es hochgeladen wird, kann ich kein Thumbnail auswählen bei YouTube. Wieso? Keine Ahnung, fragt YouTube. Schreibt, liebes YouTube. Sehr geehrte Damen und Herren bei YouTube. Da fuck. Ich brauche Punkte. Fällt mir gerade auf. Gib mir das Punkte. Ich muss ihn ja nicht benutzen, nur weil ich ihn habe. Ich brauche immer noch 2 Punkte. Irgendwas anderes. Ich glaube Flugzeuge auch, oder? Habe ich ein Flugzeug? Ich habe wahrscheinlich kein Flugzeug, weil ich es ja nicht benutzen kann. So, let's just get one for the points. Alright, there we go. Komm nicht in ein dunkles Zeitalter, das war wichtig. So, du kommst hier rein. Alle sind glücklich und zufrieden, stehen da rum. Ich meine, das soll jetzt eigentlich hier stehen bleiben. Wehe, du löst jetzt trotzdem auf, Preslav. I'm simply gonna be so disappointed. Ich hoffe, wir haben eine Atombombe at the ready für den Fall. Nur, dass ich dann gleich eine auf Preslav draufhauen kann, ohne dass wir lange diskutieren müssen. Naja, das ist so mein Traum. Aber du kannst wirklich nichts mehr machen, was in irgendeiner Weise Sinn macht. Vielleicht Theaterplatz, Festival, damit wir irgendwie Kultur bekommen? Sure. Damit wir auch gegen die andere Art, Siegart verteidigen, auch wenn wir, glaube ich, nicht mehr müssen, weil, wie gesagt, ich will gar nicht drauf schauen. Wie nah bist du mittlerweile dran? Ja, yeah, basically there. Ja, wir haben noch 7 Minuten. Vielleicht hört es auch auf, dieses Video schon. It's very much possible. Okay. Weil wir haben noch nicht mal. Naja. Wir brauchen noch mindestens 8 Runden, bis wir ihn gestoppt haben vom Hinfliegen. Wenn ich das ein bisschen früher gewusst hätte, mit dem, dass man das Hinfliegen so stoppen kann, wobei ich hätte auch einfach seine Raum. Ich hab nicht am Schirm gehabt, dass er dermaßen gut. Wenn man so gut in Wissenschaft unterwegs ist. Which is a problem. Du bist kein Hügel wahrscheinlich. Wow, du bist ein Hügel. Look at you. What a dude. Du solltest von da aus darauf schießen können eigentlich. Nur kannst du es nicht sehen. Problematic. Du kannst doch nicht von da aus schießen. I would have thought. 1, 2, 3. Achso, du bist noch. Nein, jetzt habe ich das Ding. Ich dachte, ich habe hier 2 rumstehen. Ich dachte, hier 2 rumstehen. Aber warte, das Problem lässt sich lösen. Was? Ich dachte, du bist da hingegangen. Oh mein Gott. Okay, von da aus geht's jetzt.
Vor allem. So ein bisschen mit der. Jetzt haben wir schon wieder Kirche ums Dorf. Dorf ums Kirche. Wieso? Weiß ich nicht. Okay, warte mal. Wir müssen das. Das kann nicht zweimal passieren. Mit der Kirche ums. Existiert das? Google. Hilf mir mit meinem Mucke. Mit der Kirche ums Dorf fahren. Bedeutung. Mit der Kirche ums Dorf fahren, ja, bitte. Eine Sache kompliziert angehen, unnötige Umwege machen. Damn. Beispiele. Warum gibt es in Asche so viele Einbahnstraßen? Welche Stadt heißt zum Geier Asche? Da muss man ja immer mit der Kirche ums Dorf fahren. Und was ist die Herkunft, bitte? Was ist die Herkunft? Da stand noch was von Herkunft. Die Kirche ums Kreuz tragen. Deswegen hatte ich, das gibt zwei Sachen. Es gibt sowohl mit Kreuz als auch Dorf. Ha! Bin doch ein bisschen weniger dumm als gedacht. Bin auch überrascht. Yo, kannst du bitte dahin, dankeschön. Du musst auch noch darauf. Bin ich wie auf glühenden Kohlen hier, wenn die ganze der Kongo mit seinem blöden Exoplanet rumwedelt. Als wäre es sein Penis und er wäre auf Pornhub. Einer benötigt Befehle. Habe ich gehört, dass man das macht, okay. Also, ich würde sowas niemals tun. Start Fernkampf. Schieß auf das U-Boot. Wieso ist dieses U-Boot so schnell tot? Sind ihm die Ressourcen ausgegangen? Oh, ich dachte, das wäre jetzt, dass er wegfliegt. Wie lange noch? Quellen beschaffen. Abstimmungsbeginn. Hilfsanforderung. No, Nummer 1, Nummer 2. Können wir mal sagen, niemand darf zu einem Exoplaneten fliegen, please? Ja, natürlich wird es angenommen. Alle machen einen auf. Welche Regierung wurde bitte freigeschaltet? Oh. Minus 3 Kampfstärke für alle Einheiten. Why am I doing this? Blink, blink, blink. Nichts davon bringt mir irgendwas. Isn't that great? Wieso habe ich mir eigentlich nicht Faschismus? Nur wegen der Kampfstärke, der Rest ist ja egal. Aber die Politik ist nicht völlig egal. To be honest. Na, wir machen Unternehmensding. Warum bin ich bei dezentralisierter Herrschaft gelandet, wenn ich minus 3 Kampfstärke bekomme? Das ist the dumbest thing I've ever done in my whole fucking life. Minus 3 Kampfstärke für eine? Sicher nicht. Ich meine, fuck. This is all shit. Vielleicht das oder das, wir machen das. Und wieso steht da jetzt nicht, wie lange sie noch brauchen? Da steht doch normalerweise noch 2 Runden. Aha, noch eine Runde. Noch 2 Runden. Es steht groß blau in der Mitte. Ja, okay, good point. Forschung wählen, Zukunftstechnologien. Kunstmuseum reparieren. Die haben sogar das Museum kaputt gemacht. Ich gehe halt ins Museum, by the way. Das Technische Museum in Wien. That's gonna be great. Und danach wird Bier getrunken, weil Samstag ist. Drohne, Versorgungskommen, Riesen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß, schau. Keuschus, war. Wieso muss ich das wissen? Können wir dann noch. Das letzte Mal, also da, wo ich 40 Runden dran gespielt hatte, ich da 2 U-Boot-Armeen stehen. Also Armadas, das war ziemlich amüsant. Das hat mich sehr gefreut. Hafenverschiffung. Noch Sinnvolles? Ich meine, wieso frage ich überhaupt nicht? Aber natürlich ist es wirklich Sinnvolles zu bauen. Wir haben aufgehört, sinnvolle Dinge zu bauen, circa 10, vor 20 Folgen oder so. Sure. Mehr Strom für die Leute. Besitzt denn endlich mal bestromt? Ich packe mein Leben nicht, der ist nie bestromt. Ich bestrome und er lässt sich nicht bestromen. Ja, Preislauf können wir nicht gleich wieder bekommen, die Einheiten.
Sind alle noch da, das ist fein. Das dauert alles so Ewigkeiten, goddammit. Nein, darfst du nicht, Gummibau. Da ist man. Wieso? Achso, weil wir im Krieg sind, deswegen müsst du die ganze Zeit wieder aufwachen. I get it. Du gehst dahin. Du gehst dahin. I don't know. Wobei, nein, I know. Was mache ich? Nein, stopp doch mal mit dem blöden Herumgefinneke hier. Okay, so, du kommst dahin. Du kommst hierhin. Du kommst da noch dahin für einen Moment. Hier wird geschossen. Wieso wird jetzt wieder nicht geschossen? Also, wenn du keine Raketenartillerie bist. Okay, das ist ein akzeptabler Grund. Von da wird das unangenehm. Nicht dahin. Ja, das wird weniger unangenehm werden. Ich meine, immer noch ein bisschen, aber wir müssen uns halt. Mein Gott, macht gar keinen Schaden im Verteidigen. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Now I have a problem. Du musst erstens beschützt werden. Zweitens brauchst du einen zweiten Beschützer. Drittens kommst du dahin. Ich will nichts hier rumstehen, was ich da irgendwie zum Fraß vorwerfen könne. Heute ist ein schlechter Tag. Ja, ich könnte schon wieder das machen, aber das ist eigentlich unfair. Ich meine, er versucht auf einem fucking Planeten abzuhauen, also talk about unfair, aber wir sind ja, wir sind die besseren Leute, wir sind die netteren, wir sind die, die fair spielen. Im Gegensatz zu dieser bösen KI, die gleich auf dem Exoplaneten ist. Jetzt haben wir 21 Minuten gespielt, okay, letzte Chance für die Folge auf dem Exoplanet anzukommen, lieber Kongo. It was a bit risky. Der hat schon wieder U-Boot da drin sitzen, der Sack. Sag er, er spielt unfair. Hat dir erlaubt, ein U-Boot reinzuhauen. Anyways, ich hoffe, wenn man das euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Ich kann wirklich nicht artikulieren. Gott sei Dank ist diese Folge fertig. Sogar beim Outro mache ich. Fuck me. Ciao.